Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Tag zusammen. So, wir sind hier am Stand von ZS. ZS. Richtig coole Schuhe sind das. Mega hier. Coole Dinge. Zeig mal, ne? Was da ist. Das sind wirklich super tolle Sachen. Das sind so, du musst hierher reden. Ich rede hierher. Das sind so Styles, wie, das sind so Socken sind das, also Sockenschuhe sind das. Super softe Sohle. Das Obermaterial ist richtig klasse weich. Trägt sich hervorragend. Habe ich selber ausprobiert. Also echt klasse. Und wo sind wir natürlich gelandet? Bei einer amerikanischen Firma. Also wir haben hier sehr viele unterschiedliche Modelle, die es hier gibt. Ich werde aber mit der Kamera mal ganz kurz hier lang fahren. Und man kann das gar nicht so richtig unbedingt beschreiben, wie das ist, aber die Modelle sind sehr, sehr weich, sehr angenehm und richtig soft, ne Kai? Ganz genau, das sind halt einfach Socken sind das. Ne? Wenn wir sonst im Socken alle Füße anziehen, hat man hier einfach nur eine Sohle unten drunter gepackt und da kann man natürlich super coole Styles hinbekommen, denn das sind ja alles Nähmaschinen, die das machen, von daher ist das also echt klasse, trägt sich hervorragend, einfach reinschlüpfen und loslaufen. Genau, also die sind sehr komfortabel, sehr, sehr bequem und das Schöne ist natürlich, wer hätte es denn auch gedacht, Übergrößen ist hier in China überhaupt kein Thema. Natürlich nicht, aber der Produzent hat gesagt, wir können also auch in den Übergrößen halt gehen, also in die sogenannten Extended, in die Oversizes, das ist dann überhaupt gar kein Problem. Mhm. Und von daher sind wir da schon ziemlich gespannt, wie jetzt nach der Messe dann die Gespräche hier verlaufen. Aber es sieht ganz, ganz gut aus, dass wir da ein sehr schönes Portfolio bei uns ins Programm mit aufnehmen werden. Ganz genau, so kann man das sagen. Und guck mal, so sieht das Rohmaterial sozusagen erstmal aus. Also es ist wirklich einfach ein Socken. Und wie gesagt, wir sind gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir bleiben da auf alle Fälle im Gespräch und halten alle anderen auf dem Laufenden. So sieht's aus. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sagen bis später. Bis dann. Ciao.